geht? Ich bin's, eure Becky, und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Prank. Ihr wolltet weitere WhatsApp-Pranks sehen. Da habe ich so ein bisschen überlegt und da ist mir ein Kumpel eingefallen, den man pranken könnte. Ich muss sagen, unsere Freundschaft ist so ein bisschen seltsam. Irgendwie mögen wir uns total und auf der anderen Seite hassen wir uns auch irgendwie. Wir gehen uns manchmal so auf die Nerven. Er mir und ich ihm. Deswegen dachte ich mir, wäre es eigentlich ganz cool, ihm mal so einen richtigen Streich zu spielen. So, so viel aber dazu. Fangen wir mal endlich mit dem Prank an. So, fangen wir mit einer normalen Begrüßung und gleich direkt mit dem ersten Satz an. You know just what to say. Lol, was denn? Things that scared me. Hä, was denn? Also ich laber ab und an echt den letzten Shit, aber dir macht das doch nie Angst, oder? I should just walk away, but I can't move my feet. Wieso denn das? Haha, Lach-Emoji. Läuft bei dir. Aber wenn du stecken geblieben bist, komme ich gern mit Abschleppseil. Genau sowas meinte ich. Wisst ihr, er ist so ein Typ, der muss immer so zweideutig reden. Genauso mit dem Abschleppseil, ne? Ich weiß ganz genau, was der Junge wieder damit sagen will, ne? Und er meint nämlich genau immer das, woran man als erstes gedacht hat. The more that I know you, the more I want to. What? Lol. Something inside me has changed. Aha, was faselst du? I was so much younger yesterday. Jo, ich vor allem. Lach-Emojis. Absturz des Grauens. Hab einen Filmriss. Haha, nie wieder. Oh mein Gott, das ist so geil. Leute, kurz vorab, bevor ihr das nicht kapiert, wovon er hier redet. Ich war in der Geburtstagsfeier und da war er auch und da haben wir uns auch wieder gesehen und so weiter. Aber er hatte am Ende so einen mega fetten Absturz. Und jetzt denkt er, es ist irgendwas passiert, wovon er nichts mehr weiß. I didn't know that I was starving till I tasted you. Fragezeichen? Seriously? Lach-Emojis. Du sagst gerade ernsthaft, du hast mich probiert. What the fuck? Als ob ich ihn vernascht hätte oder so. Don't need the butterflies when you give me the whole damn zoo. Im Ernst, bei dir ist schon alles okay, gell? Haha. By the way, you do things to my body. OMG, was mach ich denn? Lol, laberst ein Kack. I didn't know that I was starving till I tasted you. Ey Beck, was ist das bitte? Wie kommst du auf so einen Scheiß, lol? Bist durch. By the way, you do things to my body. So, verarsch jemand anders. Spammst mich voll. Ich weiß echt nicht, wie lange das noch gut geht, aber machen wir mal weiter. Und täglich grüßt das Murmeltier oder was? Check's nicht, was das nun für einen Sinn hat, was du mir schreibst. Moment. Also du redest doch nicht von gestern. Ey, ich hab einen Filmriss. Weiß null, was abging. Ist da jemand am Zweifeln, was er getan haben könnte? Wenn er nur wüsste... No, just how to make my heart beat faster. Nein, wieso auch? Emotional earthquake, bring on disaster. Ey Beck, was für ein Desaster. Da lief doch nix. Willst du mir das sagen oder wie? Das ist nicht geil, Mann. Ich glaube, jetzt fängt er alles zu bereuen. Egal, was er getan hat, er traut sich echt kein Stück mehr. You hit me head on, got me weak in my knees. Nee, verarsch mich nicht. Also lief da was? Something inside me's changed. Nee. Das geht nicht. Erstens stehe ich auf eine andere und zweitens hast du einen Freund. Das geht nicht. Du laberst nur. Leute, er weiß, ich habe einen Freund, ne? Also, ich glaube, da kommt das schlechte Gewissen. I didn't know that I was starving till I tasted you. Keine Ahnung, wie man den Emoji beschreiben soll, aber es sieht so aus, als würde er gleich kotzen müssen. Sag mal jetzt, was passiert ist, weil ich habe keine Ahnung. Stehst du jetzt auf mich oder was? Was war los? Ständig sagst du sowas Gruseliges, Mann. Ich glaube, er denkt, ich habe mich in ihn verguckt oder so. Keine Ahnung. Don't need the butterflies when you give me the whole damn zoo. Du, habe ich dir irgendwas erzählt oder was ging da? Ich laber viel, ne? Also bitte, ich habe echt einen Filmriss. By the way, you do things to my body. What the fuck? Was zum Teufel lief da? Bitte sag, du verarscht mich nur. Kein Bock, ey. Eigentlich verarsche ich ihn ja auch, aber machen wir mal weiter. I didn't know that I was starving till I tasted you. Sag mal ehrlich, was passiert ist. Sowas ist scheiße. Ich hab einen Filmriss. Du wiederholst dich nur und ich nur, hä? Fuck mich ab. Ihr einfach nur gerne wissen will, was endlich passiert ist und ich einfach nur so einen Scheiß schreibe. By the way, you do things to my body.
Fuck, wenn da was lief, ne? Kein Bock, dass dein Freund mir auf die Fresse gibt, ne? Nebenbei, mein Freund würde das niemals tun. Don't worry. Ich glaube, es ist echt nichts Gutes. Er denkt echt, er hat Scheiße gebaut. Das ist unnormal. Sag, das ist bitte nur ein Scherz. Fuck, Mann. Ich glaube, wir sollten das an dieser Stelle einfach mal auflösen. Nicht, dass er sich zu viele Gedanken macht und gleich einfach aufgeht oder so. Also lösen wir das Ganze mal auf und sage ihm einfach, dass es ein verdammter Scherz war. Du bist so scheiße. Wieso? Ich piss mir in die Hose. Ohne Scheiß. Kein Bock auf Stress. Wie? Ja, keine Ahnung. Lache-Emoji. So Leute, das war's auch schon mit meinem WhatsApp-Prank. Ich hoffe, euch hat das Video mal gefallen. Ich fand's ultra lustig. Aber keine Sorge, Leute. Meine Freunde sind danach einfach nie sauer, weil die einfach selber nicht besser sind und das eher mega geil finden als total scheiße. Ich kann mit allen noch mega gut. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ach ja, was ich euch noch sagen wollte. Ich habe jetzt auch einen Vlog-Kanal, Rebecca Wing Vlogs. Den findet ihr nochmal unten in der Infobox oder oben irgendwo verlinkt. Abonniert den gerne, wenn ihr mehr von mir sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!